Soundfile. Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von The Soundfile aus den Amazing Sound Studios. Und heute gehen wir tief in die Mythologie der Tontechnik. Wir reden über Kabel. Nee, im Ernst, wir reden nicht über High-End-Kabel, Sinn, Unsinn, sondern wir reden einfach mal über die Basics. Worauf müsst ihr achten, wenn es um Signalkabel geht? Und vor allem Hauptthema in diesem Video soll sein, wo ist der Unterschied, wo sind die Vor- und wo sind die Nachteile von symmetrischer Verkabelung. Das erste Kabel, was wir uns ganz kurz mal anschauen wollen, der Vollständigkeit halber, ist das Lautsprecherkabel. Ein Lautsprecherkabel, da rede ich jetzt nicht von einem Anschlusskabel von einem Aktivlautsprecher, sondern das Verbindungskabel zwischen einer Endstufe und einem passiven Lautsprecher, wenn jemand passive Lautsprecher hat, wie wir zum Beispiel mit den Strauss-Monitoren. Da fließen sehr, sehr hohe Ströme. Sehr hohe Ströme haben einen Nachteil und einen Vorteil. Der Nachteil ist, ich brauche relativ dicke Kabel dafür. Der Vorteil ist, sie sind sehr unempfindlich gegen Einstreuungen. Bei Signalkabeln, sogenannten NF-Kabeln, sieht die ganze Geschichte völlig anders aus. Wenn ich Line-Level-Signale habe, kommen da, sind nur wenige Volt am Start. Und wenn ich Mikrofonsignale habe, sind sogar nur wenige Millivolt am Start. Und das bedeutet auch, diese Kabel sind sehr anfällig für Einstreuungen. Einstreuungen in Form von Brummen vom Netzstrom zum Beispiel, aber auch Radio tatsächlich. Jeder kennt das, der das schon ein bisschen länger macht, dass so ein Kabel auch mal lustig als Antenne wirkt und man dann russische Mittelwellensender empfängt und ähnliche Späße. Das kann man alles verhindern, wenn man weiß, wie es geht. Und wir schauen uns einfach mal an, wie so ein NF-Kabel denn grundlegend mal aufgebaut ist. Das einfachste Beispiel für ein Signalkabel ist das klassische Gitarrenkabel. Da habe ich euch eins mal mitgebracht. So sieht das aus. Der klassische Klinkenstecker. Und ich habe hier eine sogenannte, sagt der Fachmann, TS-Klinke. Was soll das heißen? Das bedeutet nichts weiter als Tip-Sleeve. Das bedeutet zwei Pole. Hier ist mein Signal drauf. Und hier ist meine Masse bzw. meine Abschirmung. Abschirmung vor Störgeräuschen. Wie das funktioniert, erkennt man, wenn man das Kabel im Querschnitt betrachtet, wenn man es also einmal so durchschneidet und von vorne anschauen würde. Das ist jetzt ein teures Kabel, deswegen mache ich das jetzt mal nicht, sondern ich mal euch das auf, wie das aussieht. Wenn man das Kabel im Querschnitt betrachtet, sieht das so aus. Ich habe hier also quasi meine Abschirmung, die ist so als Geflecht um das Signalkabel rum. Und dadurch wirken diese Einstreuungen mehr auf diesen Schirm und werden dann über die Masse abgeleitet. Das funktioniert ganz gut, aber noch nicht perfekt und ist auch immer noch halbwegs störanfällig. Und um das zu vermeiden, hat man was ganz Tolles rausgefunden, nämlich man kann auch eine symmetrische Verkabelung machen. Und da kommen wir gleich flugs drauf, was das ist, und gucken uns mal eine andere Klinke an. Und zwar hier, ihr seht schon, die sieht jetzt ein kleines bisschen anders aus. Das ist nämlich eine sogenannte TRS-Klinke. Der Engländer sagt Tip Ring Sleeve. Das bedeutet, ich habe jetzt hier tatsächlich drei Pole drin. Hier einen, hier einen, hier einen. Und solche TRS-Klinken werden für unterschiedliche Dinge eingesetzt und das darf man auch nicht unbedingt verwechseln. Das eine ist nämlich, sie werden eingesetzt für Kopfhörer. Bei Kopfhörern ist das eine unsymmetrische Verkabelung und ich habe hier Signal des linken Kanals, Signal des rechten Kanals und Masse. Die Masse ist quasi gemeinsam, so funktioniert es bei Kopfhörern. Dann gibt es bei älteren Analogpulten, gibt es das häufig noch, sogenannte Insert-Buchsen. Eine Insert-Buchse ist dann sehr häufig Eingang und Ausgang gleichzeitig. Wie funktioniert sowas? Sowas funktioniert auch über eine sogenannte TRS-Klinke. Und zwar habe ich hier eine gemeinsame Masse, hier einen Insert-Send und hier einen Insert-Return. Oder andersrum. Ob Bring oder Tip, Send oder Return sind, ist in dem Fall tatsächlich nicht allgemeingültig genormt. Das machen unterschiedliche Mischpulthersteller unterschiedlich. Das muss man dann dementsprechend im Handbuch nachlesen, wie das funktioniert. Da gibt es sogenannte Insert-Kabel, die machen dann einmal TRS-Klinke auf zweimal TS-Klinke, um eben externe Signalprozessoren einzuschleifen.
Nachteil der ganzen Geschichte, es ist unsymmetrisch. Jetzt komme ich schon wieder damit um die Ecke. Unsymmetrisch, symmetrisch, was heißt das? Wir schauen es uns mal an. Wenn, das könnte nämlich auch ein einziges Mono-Signal sein als symmetrische Verkabelung. Und eine symmetrische Verkabelung funktioniert so, dass ich zwei Signalleiter habe und eine Masse zusätzlich. Zwei Signalleiter, wie funktioniert das? Das zeige ich euch auch mal. Der Aufbau ist im Endeffekt identisch mit unserem unsymmetrischen Kabel, mit einem Unterschied. Ich habe nämlich jetzt hier drinne zwei Leitungen. So. Und der Trick ist, diese beiden Leitungen führen einmal unser Signal. Das ist das Signal, was wir vorher auch schon hatten. Das sieht so aus. Das ist quasi Signal plus. Und der zweite Leiter führt ein invertiertes Signal, also ein 180 Grad in der Phase gedrehtes Signal, würde in dem Fall so aussehen. So. Im Empfängergerät, also wenn das Signal jetzt symmetrisch da reinkommt und zum Empfänger kommt, wird dieses invertierte Signal quasi wieder in der Phase gedreht und zum Originalsignal dazu addiert, sodass wir wieder ein ganz normales Signal haben. Weil wenn wir diese beiden einfach gleichzeitig laufen lassen, würden sie sich quasi komplett auslöschen, da würde nichts mehr übrig bleiben. Und genau hier liegt der Trick an der ganzen Geschichte. Wenn ich jetzt nämlich eine Störfrequenz nehme, irgendein Störsignal, das male ich jetzt auch mal rein. Ich habe jetzt zum Beispiel eine etwas höher frequente Störschwingung und die überlagert jetzt mein positives Signal. So. Und mein negatives Signal genauso. Was ihr jetzt seht, was an der Stelle passiert ist, unser Nutzsignal ist phasengedreht, unser Störsignal läuft aber phasengleich auf beiden Adern. Nachdem das im Empfänger wieder quasi umgeklappt wird zu einem Signal, führt das dazu, dass sich die Störsignale komplett auslöschen. Sie sind also weg. Eine ganz, ganz geniale Geschichte. Es bleibt das reine Nutzsignal übrig. Man kann damit machen, was man möchte. Quasi, ja, was wird alles symmetrisch übertragen? Da sage ich mal, nach Möglichkeit alles, wo es geht, sollten wir symmetrische Übertragungen benutzen. Gebräuchlichst natürlich Mikrofonkabel oder alles andere, was mit Mikrofon oder Leinpegel im Studio übertragen wird, wird natürlich über XLR übertragen. XLR hat auch drei Pole, die sind nummeriert. Wir können uns auch den XLR-Stecker mal angucken. Der sieht also so aus, hat hier drei Pole. So, und die sind beschriftet mit 1, 2 und 3. Und da gilt, da ist es eine Regel, falls ihr das noch nicht wisst, die XLR-Belegung ist eigentlich so gut wie immer gleich international genormt. Und zwar Pin 1 ist Masse, das soll das Masse-Symbol sein. Pin 2 ist Signal Plus und Pin 3 ist das invertierte Signal. So funktioniert das und da gibt es zum Beispiel einen Hersteller, also symmetrische Mikrofonkabel sind eigentlich auch immer abgeschirmt, weil die ja auch sehr niedrige Signale haben, bis auf einige High-End-Leute wie zum Beispiel der Hersteller Wovox mit diesem Kabel hat eine Link Direct Serie und die behaupten jetzt, dass durch die Abschirmung und den Innenleiter Kabelkapazitäten entstehen, die das Klangverhalten eines Kabels negativ beeinflussen können. Ich gebe das jetzt nur wieder, ich kommentiere das nicht. Tatsache ist aber, dass diese Kabel nicht abgeschirmt sind. Die sind nicht abgeschirmt, weil Wovox behauptet, aufgrund der symmetrischen Signalführung ist eine extra Abschirmung
in den allermeisten Fällen nicht notwendig. Und ich benutze diese Kabel sehr häufig im Studio und muss feststellen, ich habe tatsächlich noch nie ein Problem gehabt mit Einstreuung. Bei unsymmetrischen kann man das komplett vergessen. Das geht ohne Abschirmung. Auf gar keinen Fall. Was müssen wir beachten, wenn es darum geht, symmetrisch oder unsymmetrisch zu verkabeln? Ich muss das ja irgendwie ineinander überführen. Mikrofone sind immer von Haus aus symmetrisch verkabelt. Vor allem dann, wenn sie mit Phantomspeisung betrieben werden. Phantomspeisung ist nämlich auch so ein Symmetrik-Trick, sage ich jetzt mal. Das soll ja das Mikrofon über die Signalleitung mit Strom versorgt werden. Wie funktioniert das? Das funktioniert folgendermaßen, dass ich die Phantomspeisung hier einfach, wenn ich da mal Phantom drüber schreibe, so, da ist der Minuspol der Speisespannung. Also, ja, Minuspol, der läuft auf die Masse, also auf die Abschirmung von unserem symmetrischen Signal. Und der Pluspol plus 48 Volt laufen auf beide Signalleiter, also sowohl hier als auch hier. Das bedeutet, das ist quasi wie so ein Potential auf beiden Signalleitungen. Das heißt, die Audioelektronik kriegt von dieser Spannung überhaupt nichts mit, weil das auf beiden gleichpolig drauf ist. Das funktioniert natürlich nur mit einer symmetrischen Verkabelung. Deswegen, Mikrofone sind von Haus aus immer symmetrisch. E-Gitarren, E-Bässe, ähnliches sind von Haus aus immer unsymmetrisch. Die meisten Keyboards leider auch, obwohl man es da symmetrisch machen könnte. Wenn man etwas von unsymmetrisch in symmetrisch überführen möchte, braucht man die sagenumwogene DI-Box. So sieht sowas aus zum Beispiel. Wenn die passiv ist, funktioniert es schlicht und ergreifend über einen Trenntrafo, der einfach das unsymmetrische Signal auftrennt auf Signal positiv, Signal negativ und Masse. Ich habe also hier unsymmetrische Klinkeneingänge mit einer Throughbuchse, wo ich das nochmal rausführen kann. Zum Beispiel, wenn ich einen Elektrobass habe, stecke hier meinen Bass rein, gehe hier unsymmetrisch wieder raus, weiter in den Bassamp vom Bassisten und gehe auf der anderen Seite symmetrisch wieder raus. Das ist jetzt eine Stereo-DI-Box, die hat zwei Kanäle, deswegen haben wir hier zwei XLR-Boxen, aber eigentlich bräuchten wir nur eine. Und dann hat eine DI-Box, und das ist der letzte Punkt, auf den ich in diesem Video noch eingehen möchte, und das ist die elende Geschichte mit dem Brumm. Jetzt habe ich ja gesagt, ja, diese symmetrische Verkabelung und Abschirmung hilft ja gegen Brumm und manchmal tritt er trotzdem auf. Woran kann das liegen? Das kann vor allem daran liegen, dass ihr Brummschleifen habt. Brummschleifen entstehen dadurch, dass ihr Signalmassen und die Erdungsleitung von euren Geräten, die sind häufig zusammengeschaltet und dann gibt es sogenannte Schleifenbildung. Wenn ihr zum Beispiel mehrere Geräte in einem Rack, dann kriegen die Massen einmal über ihre Signalleitungen und zum anderen über die Rackschienen. Und dann entsteht so eine Masseschleife, die als Antenne wirkt. Das kann euch als Brumm quasi teuer zu stehen kommen. Das ist die sogenannte klassische Brummschleife. Was kann man da machen? Man könnte die Masse von eurem Netzstecker abkleben. Das macht man nicht, weil das ist lebensgefährlich. Das kann man nicht oft genug betonen. Stecker abkleben, Netzstecker abkleben, das geht überhaupt nicht. Nochmal, geht nicht. Was man aber machen kann, ist eine DI-Box nehmen. Die hat hier einen kleinen Schalter, der nennt sich Groundlift. Was passiert da? Da wird ganz einfach hier der Pin 1 unterbrochen, weil wenn ich eine Brummschleife habe, habe ich eine gültige Masse bereits von der Gehäusemasse vom empfangenden Gerät. Das heißt, ich habe dann diese Brummschleife an einer Stelle unterbrochen und bin sie quasi los. Das funktioniert mit so einer DI-Box. Das kann übrigens auch bei unsymmetrischen Verkabelungen funktionieren, muss aber nicht. Ich habe das in meiner Praxis mit irgendwelchen komischen Halbseiten-PA-Verleihs vor vielen, vielen Jahren, aber tatsächlich öfter mal mit Erfolg ausprobiert, als wir Brummschleifen hatten mit Effekten und da waren unsymmetrische Kabel dran, dass man wirklich
so ein unsymmetrisches Kabel mal aufschraubt, und zwar an der Empfängerseite, und den Mastkontakt abzwickt mit einer Zange. Wenn man Pech hat, brummt es dann ganz schlimm. Wenn man viel Pech hat, geht es gar nicht mehr. Und wenn man Glück hat, ist der Brumm weg. Kann man ausprobieren. Ist so Trappertrick, würde ich mal sagen. Wie gesagt, ist eine Möglichkeit, wenn man sich nicht davor scheut, eventuell ein Kabel wieder neu verlöten zu müssen, weil standardmäßig gibt es das nicht. Normalerweise nimmt man eben symmetrische Verkabelungen, unsymmetrisch auf symmetrisch. Mit einer DI-Box gibt es passiv oder aktiv. Symmetrisch auf unsymmetrisch geht ganz, ganz leicht, indem man ganz einfach den Massepol mit dem Pin 3 brückt. Dann ist die ganze Geschichte wieder unsymmetrisch. Ihr müsst aber darauf achten, wenn ihr eine symmetrische Streckenführung habt und ihr habt die irgendwann irgendwo unsymmetrisch gemacht, ist eure komplette Strecke unsymmetrisch. Dann ist eure Symmetrierung mit all ihren Vor- und Nachteilen ein für alle Mal dahin. Ja, der Mo hat eine Anmerkung gehabt und der Mo hat recht. Natürlich ist es so, wenn ich hier diese Geschichte habe, wir haben eine Halbwelle, wir haben noch eine Halbwelle. Wenn ich die jetzt brücke, ist diese Halbwelle quasi weg. Das heißt, wenn ich symmetrisch auf unsymmetrisch adaptiere oder kaputt mache oder was auch immer, habe ich zudem noch 6 dB Pegelverlust, weil einfach eine der beiden Leitungen fehlt. Wir haben gelernt, 6 dB ist der doppelte Pegel, es fehlt einfach die Hälfte. So viel dazu als Fazit für euch. Wenn ihr bei euch im Studio einen E-Bass habt und eine Kabelstrecke von 5, 6 Metern und einen Mischpulteingang, der einen Hi-Hat-Eingang hat, also der die entsprechende Impedanz hat, könnt ihr da sicherlich auch ohne die iBox rein. Ansonsten, je mehr ihr in eurem Studio es schafft, symmetrisch zu verkabeln, umso besser, umso störungsfreier wird eure ganze Geschichte funktionieren. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was es mit symmetrisch und unsymmetrisch auf sich hat und worauf ihr dabei achten müsst und könnt. Viel Spaß beim Ausprobieren und viel Erfolg beim Optimieren eurer Verkabelung. Bis zum nächsten Mal, bleibt uns treu.